Ja, sorry YouTube und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Es ist die zweite Folge Isaac vom Loser zum King. Und vielleicht hört ihr schon, ich bin etwas kranker. Zugegeben, mir geht's nicht besonders gut, aber ich hab's angekündigt und was ich verspreche, halte ich auch. Das heißt, ich habe gesagt, ich mache ein Isaac-Video, also mache ich's auch. Ich kann mich schon wieder selbst schlagen, dass ich wieder auf der letzte, also da ich wieder so lange gewartet habe, bis ich es aufgenommen habe, aber naja. Jetzt fangen wir erstmal hier an. Und dann gehen wir gleich mal hier rein und da gibt's gleich My Little Poppy oder was weiß ich was. Auf alle Fälle dieses kleine Teil, was da mitfliegt und mitschießt. Und jetzt kommen die Fliegen, die hasse ich besonders. Hier ein Schlüssel, sollen wir es wagen? Nee. Nein, nein, nein. Es gibt sich den Typen, was ich ungefähr so hart, das ist nicht mehr schön. Nein, boah, fast wäre ich getroffen worden. Tut mir diesen dummen Strahl aus seinem fetten Sackbauch, ey. Nein! Und da ist das erste halbe Leben weg. Da ist das nächste halbe Leben weg. Aber die kriegen wir auch schon wieder zurück. Ein volles Herz, das uns nichts bringt. Den Schlüssel will ich jetzt erstmal nicht holen. Jetzt kommen wir wieder in so einen Shit-Raum rein. Da gibt es eine Karte. Ich weiß nicht, was die bewirkt. Okay, Larry Jr. Danke, dass du nicht reingehst, du Arsch. Geil, jetzt zieht mir Larry Jr. Leben ab. Wunderbar, aber jetzt habe ich hier. Doch, das ist irgendwie ein Bug oder so, dass er mich hier nicht erreichen kann. Oder vielleicht erreicht er mich jetzt doch und bringt mich um, aber. Weißt du, es ist alles langweilig und scheiße, und ja. Aber, ja, bevor ich hier jetzt unnötige Leben riskiere, die ich noch gebrauchen kann in der nächsten Ebene. Da ist ein Leben, da ist ein Leben, 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 Leben. Larry Jr. geht immer mehr kaputt. Ja, komm hoch. Ja, jetzt haben wir noch alles Leben abgezogen, super. Also ich kann nur ein halbes Leben, was ist das? Dinner. Schieße ich da jetzt schneller? Nee. So, jetzt. Okay. Festhalten, die Karte hat mir jetzt eigentlich nichts gebracht. Doch, die haben mir gleich mehr Leben gegeben oder so. Ja, komm, Pills hier. Wahrscheinlich kriege ich jetzt gleich wieder die Leben ab zu. Komm her. Dass die Teile sich auch selbst umbringen mit dem Feuer, aber passt ja. Ja, aber ich finde mir da. Ja, jetzt brennt das Teil und geht richtig ab. Cool.
Wunderbar. Ungefähr den Spacko, was ich ungefähr so hart, das ist nicht mehr sch Ja, du nervst mich, du Arsch. Sei wieder diese Bad Gas. Das bringt, glaube ich, schon was, aber glaube nicht so viel, wirklich. Das fügt dem Gegner, wenn man da ist, glaube ich, Schaden zu leicht, aber toll. Wir haben eh keine Bombe mehr, mit zwei Leben zum Boss zu gehen. Natürlich sehr blöd. Könnte ich jetzt noch riskieren, noch mehr Leben zu bekommen. Ja, genau das werde ich jetzt auch. Kommen wie diese Psychoteile da. Bin fast gestorben. Durch den Scheiß da. Ja, die Münzen bringen mir natürlich herzlich wenig. Aber ich gehe weiter und komme in den ziemlich größten Hassraum, den ich je in meinem Leben gesehen habe. Oh, das war sehr sinnvoll jetzt. Einen Nickel habe ich bekommen. Das wäre dann ein Schlüssel doch ganz sinnvoll. Ja, gut, den Shop muss ich jetzt nicht unbedingt. Ach du Scheiße. Na, dann ist der Raum doch nicht so schlimm. Die Teile können wir von hier aus nichts machen. Jetzt bräuchte ich doch einen Schlüssel, jetzt wird's langsam, jetzt kann ich mich schon wieder richtig aufregen. Außerdem tut mein Rücken weh, mir ist ziemlich schlecht. Und jetzt mit einer Bombe können wir vielleicht an den Schlüssel rankommen. Lass es bitte ein Schlüssel sein. Oh, boom. Jetzt muss ich immer kurz stehen bleiben. Mein Kreuz tut dann doch schon ziemlich weh, wenn man hier in dieser Position sitzt. Ich weiß, ein Real-Life-Video oder wenigstens ein Video von meinem Zimmer oder so ist schon überfällig. Würde jetzt auch mal wirklich in den nächsten Tagen mal kommen, weil jetzt ist Zeit, aber erst wenn ich mal wieder gut gesund bin. Wunderbar. Ja, du kleines Arsch. Jetzt hat er es nicht im Ernst weggeschossen. Nein! Tut mir leid, aber das regt mich jetzt richtig auf, ey. Ja, klar. Jetzt läuft's hier total scheiße. Ja, und spuck wieder dumme. Ich weiß, glaub, der Ingame-Sound ist wieder nicht an, aber da kann ich jetzt auch nichts machen. Ich bin noch am Kämpfen, wie ich das aktiviere. Ich bin zu blöd, ich schaff's nicht. Ja, Book of Shadows sagt mir wieder nichts. Schon wieder bei Ding bei der zweiten Ebene gescheitert. Ich werde wohl nie in Richtung eines Kings kommen. Besonders wenn ich dieser wandelnde Fleischhaufen da jetzt umbringen will. Ja, noch so ein Scheiß. Das setze ich jetzt gleich mal rein. Oh. Wunderbar, hätte mir einer gesagt, hätte ich es mir für die nächste Ebene aufgehoben. Ich glaube, das macht mich unverwundbar für eine kurze Zeit.
Ich habe gehört, das lädt sich auch wieder auf. Entschuldigung. Ich habe auch schon von einigen gehört, dieses Spiel würde mich aggressiver. Ich kann so bestätigen, das Spiel ist ziemlich harmlos, aber macht einen auch sehr schnell aggressiv. Ja, klar, was ist. Achso, den kenne ich, das ist so Bomberman. So möchte gern Bomberman. Ja, sag mal, alter Junge, willst du mich eigentlich verarschen oder was? Ja, schick mir wieder eine Bombe her, du Arsch. Kriegst du auch mal eine zurück, du Schwein. Danke, zwei Bomben lässt du mir da. Aber nach dem Raum müsste ich eigentlich wieder mein Schutzschild haben und könnte mit ihm dann zum Boss gehen. Jetzt kommt wieder Duke of Lies, 1000%ig. Ne, Monster. Das war was ziemlich Riskantes. Alter, der Typ ist unglaublich. Ja, ich bin so unglaublich schlecht. Ich hab gegen Monster verkackt. Die Aktion hat mir jetzt eigentlich gar nichts gebracht. Ich wusste nicht, dass der jetzt auf einmal wieder so dumm hochspringt. Ja. Ich werde wieder gegen Monster verkacken. Mann, ey, noch einen gibt's jetzt. Scheiße. Jetzt verliere ich schon gegen den einfachsten Gegner. Wow, eine Fliege gleich so hart. Nee, ich will jetzt nicht in den Shop mit einer Münze. Nee, nix gleich zum Boss. Also Fazit der letzten Folge war: einmal zweite Runde, einmal erste, einmal dritte Ebene. Heute einmal zweite, gleich einmal in der ersten. Frage ist, wie weit werde ich jetzt kommen? Vielleicht wieder den gleichen Scheiß. Nein, die wollen noch nicht zum Boss gehen. Jetzt noch die Absicht, dein Herz abzustauben, aber das wird mir leider nicht gelingen. Ja, klar! Der kommt genau jetzt, der Arsch, ey. Bäh. Ja, die Bombe ist daneben gegangen. Der hält ja im Grunde nicht viel aus, wenn man jetzt hier zu zweit auf ihn schießt. Aber die Fliegen, die fangen dann doch ziemlich viele Tränen oder Kugeln oder was auch immer ab. Ja! Es waren eigentlich zwei ziemlich scheiß Runs, aber dafür habe ich mir damals in der ersten Folge als Ziel gesetzt. Ich will, mein erstes Ziel ist Duke of Lies zu schlagen. Ich hab's geschafft. Und darüber bin ich jetzt schon mal erstmal froh, weil das war mein Angstgegner. Und jetzt ist er geschlagen. Das war mein erstes Ziel. Ich habe hier so eine dumme Karte. Ich weiß auch nicht, was die mir bringt. Jetzt kommen sie wieder diese
Fleischteile, die so abnormal viel aushalten. Kannst du auch nur beschießen. Ist jetzt mal kaputt. Danke, gnädig. Ne, da will ich nicht rein. Ein Schlüsselchen habe ich. Name ist Heels. Ich habe gehört, alles vom Mann bringt mir weitere Reichweite. Shop kann ich nicht gehen. Alter, was ist das? So Heulteile, bloß im XXL-Format. Ja, was geht mit denen ab? Danke, schieße gleich zu mir her. Also, Isaac läuft jetzt auf Stöckelschuhen. Wer ist das? Wer ist das? Was ist das für ein krankes Teil? Hallo, Hilfe! Danke, lass mir gleich eine Pille da. Nochmal diese komische Sonne da. Setz ich jetzt mal ein. Was hat mir das jetzt genau gebracht? Nichts. Die Pille, die kenne ich. Das ist dieses komische Gas da. Ah, da ist der Geheimraum, glaube ich, oder? Zeig mir das doch an, oder? Ha! Bin ich ein King oder bin ich ein King? Was? Du Arsch. Eine Pille. Ja, die blaue, die kenne ich schon. Nee, du kriegst jetzt nichts. Mein Herz. Kann ich nicht eine. Toll, jetzt krieg ich ein, jetzt wird eine Fliege spawnen oder was? Toller Geheimraum. Der Boss. Achso, das hat mir jetzt die ganze Karte aufgedeckt. Ah, cool. Ach, cool. Meine Traumwelt. Meine Traumwelt. Ja, die schießen so Monsterteile, klar. Ja. So, und jetzt kommt meine. Was ist denn das? Rage Down. Was soll es bewirken? Irgendwas Schlechtes auf jeden Fall. Wunderbar, ich habe ein halbes Herz und könnte damit zum. Nee. Also, das war unglaublich scheiße, aber trotzdem habe ich mein Ziel erreicht. Mein nächstes Ziel muss jetzt mal sein, in die vierte Ebene vorzudringen. Aber jetzt mache ich hier auch mal einen Cut, weil ich glaube, das ist jetzt dann doch schon ziemlich lang gewesen. Und ja, in diesem Sinne verabschiede ich mich und sage dann bis zum nächsten Mal. Ciao.